Hallo und willkommen zurück zu Marvel's Spider-Man. Ja, wir sind gerade im Superkampf hier. Die ganzen Kriminellen sind alle ausgebrochen und wir haben jetzt Rhino und Electro an der Backe. Ja, und jetzt gucken wir mal, wie es Was weitergeht. meint er denn damit? Na? Hä? Ich muss so da oben hin, oder? Ne? Hä? Gib dich zum nächsten Zellenblock. Hä? Ist gerade blöd. Ach so. Jetzt. Bei mir? Ach, ich Oh bin im nein. Knast mit allen Schurken, die ich in den letzten 8 Jahren. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Du auch Scorpion? noch. Wartest du mal kurz? Ich war mitten in einem Anruf. Hallo. Wir wurden unterbrochen. Alles okay? Eher nicht. Electro, Rhino und jetzt auch Scorpion sind auf freiem Fuß. Was ist im restlichen Gefängnis los? Die Kameras laufen bald wieder. Dann gibt's einen Lagebericht. Electro ist schneller als je zuvor. Autsch. Ey. Puh. Na los, Spider-Man. Ich dachte, das wäre eine Jagd. Das auch noch. Ich muss den Kerl aufhalten. Halleluja. Dein Ernst? Du kannst mich nicht aufhalten. Aber schön, dass du es versuchst. Sag mir, für wen du arbeitest, dann verschone ich dich. Das Angebot will nie jemand annehmen. Hab dich. Vulture! Lang nicht gesehen! Sorry, keine Zeit zum Reden! Das sind ja wohl alle dabei, ja? Bist du noch da, was? Klar! Okay, die Überwachungskameras sind wieder online. Wie sieht es aus? Tja, sieht so aus, als seien sämtliche Insassen im Raft geflohen. Einschließlich Martin Lee. Damit sind 5 deiner schlimmsten Feinde gegenwärtig wieder in Freiheit. Ich dachte gerade wirklich, das sei dein Ernst. Es ist Ernst. Ich muss los. Ein paar von ihnen wollen in die. Yeah. Oh, haut das schon wieder ab. Folg mich weiter! Bald haben wir! Autsch. Elektro, hör auf! Wie gefällt dir mein neuer Anzug?
Wahnsinn, wo hast du den denn her? Gibt's nur für Mitglieder. Ach du Heilige. Und du auch noch. Na super. Sind wir jetzt alle dabei? Denk dran. Er sagte, nicht umbringen. Gute Idee. Wir müssen das hier auch gar nicht tun, wenn ihr nicht wollt. Wir wollen auf jeden Fall. Denk dran, wir wollen ihn leben. Ich vermute auch schon, wer das ist. Wer das alles arrangiert hat hier. Ich glaube, das war Peters Freund, der Otto. Da ist er ja. Na super. Dr. Octavius. Erste und letzte Warnung. Komm uns nicht in die Quere. Jeder von euch hat einen Job zu erledigen. Eure Schuld ist beglichen, wenn wir fertig sind. Los! Oh ja, das kann ja was werden. Da ist er! Das wird jetzt lustig. Und jetzt auch noch das. All diese Jahre. All diese Lügen. Es ist vorbei, Norman. Es ist Zeit für die Wahrheit. No, no. Was hast du nur getan? 24 Stunden später. May, alles okay? Ja, sicher. Kannst du die bitte für mich austeilen? Klar. Arbeitet aber pausenlos an einem Heilmittel für diese tödliche Krankheit. Weiter Quarantäne wird streng durchgesetzt. Von Sable International. Die sämtliche Verkehrsknotenpunkte strikt überwachen. In der Stadt kämpfen Polizei und Sable Agents weiterhin gegen Rikers und Raft-Ausbrecher. In der Zwischenzeit gab Bürgermeister Osborne Spider-Man die Schuld am Gefängnisausbruch und der Ausbreitung der Krankheit und erklärte ihn zum Flüchtling. Beweise dafür erbrachte er nicht. Und viele glauben, der Bürgermeister wolle nur von sich ablenken, da ein Exklusivbericht des Bugle aufgedeckt hat, dass die Krankheit ihren Ursprung in einem geheimen Oscorp-Labor hat. Hier in Manhattan. Bürgermeister Osborne behauptet, Oscorp arbeitet... Mach das aus! ...an einem Antiserum, blieb aber auch hierfür jeglichen Beweis schuldig.
Ja, Tante May hat es auch erwischt. Und mir geht's wieder gut. Dr. Octavius, warum? Wie konnte ich das zulassen? Das Krankenhaus hat angerufen. Die sagten, du wärst einfach weg. Ich muss zurück an die Arbeit. Die Ärzte haben gesagt, du hast 14 gebrochene Knochen. Das macht 192, die nicht gebrochen sind. Danke für deine Hilfe übrigens. Das Schwierige war, dich vor Sable zu verstecken. Sie haben dich zu ihrem Hauptziel ernannt, weißt du? Ich fühle mich wirklich geehrt. Was passiert mit unserer Stadt, Yuri? Ich weiß es nicht. Fühlt sich an wie das Ende der Welt. Ist es vielleicht auch. So sieht's auch aus, ja. Quarantäne. Ich helfe gern. Gut. Hier rotten sich entlaufene Häftlinge zusammen und übernehmen ganze Stadtviertel. Sie plündern, terrorisieren die Anwohner, das volle Programm. Ich kümmere mich um sie. Was hast du noch? Der Bürgermeister verlangt von Silver Sable, Lee und Octavius unter allen Umständen zu finden. Jetzt hält sie in der ganzen Stadt willkürlich viele Menschen in Lagern fest. Es hält sich das Gerücht, sie wende erweiterte Verhörmethoden an. Du meinst Folter. Ich kümmere mich darum. Das ist unsere Stadt, Yuri. Höchste Zeit, dass wir sie uns zurückholen. Großartig. Meine Männer verfolgen die Superschurken. Ich gebe Bescheid, wenn wir Fortschritte machen. Tu dein Bestes, um die Stadt zu stabilisieren. Okay, dann wissen wir ja, was wir in den nächsten Folgen machen hier. Die ganzen Basen auseinandernehmen. Juhu. Ja, ich werde wahrscheinlich aber nur als Folge dann hochladen. Einmal einen Sable-Außenposten und einmal ein Sträflingslager, damit man das mal sieht. Steht ja dabei, was man noch als Bonusziel machen muss. Und dann mache ich den Rest hier offline. Ja, so machen wir das. Gut, ja. Sieht ja gar nicht mehr hier so schön aus, ne? Alles qualmt, alles brennt. Ja, wie es aber dann weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.